Ich stelle euch heute meine fünf besten Drogerieprodukte vor. Ja, ihr habt richtig gehört. Es war sehr schwer, mich zu beschränken auf fünf Produkte, aber ich dachte mir, fünf ist eigentlich echt eine gute Zahl. Da wisst ihr wirklich, was mich wirklich richtig, richtig anspricht und was ich wirklich sehr besonders und erwähnenswert finde. Und deswegen habe ich mir jetzt auch wirklich nur das rausgesucht, wo ich denke, dass es da nichts Vergleichbares in der Drogerie gibt. Genau, und dann fangen wir einfach mal an. Und zwar ist das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, eine Eyeshadow Base. Und zwar ist das die von Essence, die Color Arts Eyeshadow Base. Ja, auf die bin ich gestoßen. Wann bin ich denn auf die gestoßen? Vor 3 bis 4 Monaten ungefähr habe ich mir die einfach mal zum Probieren mitgenommen. Und ich bin wirklich, ja, total angetan von der, ein richtiger Fan geworden. Jetzt schon meine zweite Tube davon. Ich kaufe mir die wirklich, ja, ich werde mir die wirklich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Immer wieder. Solange es sie gibt, hoffentlich, weil ich die echt einzigartig finde. Also ich hatte schon einige Eyeshadow Bases, sage ich mal. Ich habe ja auch schon mal ein Vergleichsvideo dazu gemacht. Da war diese hier aber noch nicht in meiner Sammlung. Aber damals habe ich ein Vergleichsvideo gemacht und das war ja sehr, sehr schwer, eine zu finden, die an die, sag schon, wie heißt der denn jetzt? Urban Decay, genau. Urban Decay, die an die rankommt, weil ich die auch total super finde von Urban Decay, die Eyeshadow Base. Aber die ist halt sehr, sehr teuer und schwer zu bekommen. Deswegen habe ich lange nach einer Alternative gesucht, die mich genauso zufriedenstellt und die meine Lidschattenfarben genauso zum Strahlen bringt. Und da habe ich sie jetzt endlich gefunden. Das ist die hier. Ja, dann machen wir als zweites weiter mit einem Rouge. Und zwar wurde ich da von der X Karenina angefixt, sage ich mal. Das hatte sie nämlich in ihren Top 5 Drogerieprodukten genannt. Und zwar ist es dieses Rouge hier von Catrice. Das ist die Farbe Strawberry Frappuccino 060, genau. Und ja, sie hat es halt erwähnt und hat so davon geschwärmt. Deswegen dachte ich mir, gucke ich mir das auch mal an. Und ja, das hat halt so 4 Farben, wie ihr sehen könnt. Geht halt von hell nach dunkel runter. Die beiden hellen finde ich jetzt nicht ganz so gut, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich mache es meistens so, dass ich mit dem Pinsel in die beiden unteren zugleich reingehe und das dann halt auf meine Wangen bringe. Ich trage es auch heute, wenn man es sehen kann. Ich weiß es nicht. Durch die Kamera ist es ja eben ein bisschen immer verschluckt mit den Farben. Aber ich bin wirklich, ja. Ich habe kein einziges Rouge jemals gehabt, das damit vergleichbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja ein totaler Rouge-Freak. Also ich habe wirklich einige. Aber dieses hier, gerade glaube ich, diese beiden, die beiden Farbkombinationen hier von den beiden, machen das Ergebnis wirklich sehr, sehr schön auf der Haut. Kann ich euch nur empfehlen. Guckt es euch an. Es kostet so um die 4 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, glaube ich. Jetzt auch nicht gerade der Schnapper schlechthin, aber auch nicht wirklich teuer. Von daher, ja, es ist ein... wirklich mein Top-Favorit und es hält auch sehr, sehr lange auf den Wangen. Also wenn ich abends nach der Uni nach Hause komme, sehe ich da wirklich immer noch was drauf. Es ist immer noch da. Von daher, ja, ist das auf jeden Fall ein großer Favorit. Und dann geht es weiter mit von P2 Perfect Face Pore Minimizer. Genau, den habe ich mir ausgesucht aus folgendem Grund. Und zwar habe ich seit einiger Zeit, ich weiß nicht woher, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, hier, genau hier an dieser Stelle habe ich... eine Stelle mit vergrößerten Poren. Also sonst habe ich damit wirklich gar keine Probleme, Gott sei Dank. Aber an dieser Stelle habe ich jetzt, wie lange schon? Weiß ich nicht, seit 2 Monaten ungefähr? Ja, seit 2 Monaten habe ich da halt vergrößerte Poren. Das hat mich schon länger gestört und aufgeregt. Deswegen habe ich im Internet ein bisschen rumgeguckt. Davor habe ich schon vieles ausprobiert, um die Poren kleiner zu kriegen, wie irgendwelche bestimmten Waschgels oder Cremes oder bestimmte... bestimmte Seren, aber ich muss letztendlich sagen, dass das alles nichts gebracht hat. Deswegen habe ich mich jetzt damit abgefunden, dass die da sind und versuche jetzt auch nicht die mehr wegzukriegen, weil ich es jetzt erstmal aufgegeben habe. Aber was ich halt trotzdem gerne möchte, dass man sie im Alltag nicht so stark sieht. Und genau da bin ich dann halt eben auf den hier gestoßen. Der hilft jetzt nicht, dass die Größe der Poren, wie kann ich das jetzt sagen? Der hilft nicht, dass die jetzt auf lange Sicht verschwinden oder dass die generell verschwinden. Das ist jetzt nur so ein kosmetisches Produkt, das halt hilft, wenn ihr es drauf habt. Und wenn ihr euch dann wieder abschminkt, dann sind die Poren halt wieder wie vorher. Aber das ja, stellt mich halt trotzdem jetzt erstmal zufrieden, sage ich mal so. Und da erfüllt es seinen Zweck wirklich zu 100%. Also ja, ganz, ganz toll. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist, wie ihr sehen könnt, so eine silikonartige Textur.
auch sehr, sehr weich. Und ich mache es immer so, dass ich mir das vermische mit einem Concealer so ein bisschen. Ich gebe hier so einen kleinen... So ein kleines Würstchen, sage ich mal, auf den Handrücken von dem hier. Und dann nochmal ein ganz, ganz kleines bisschen von einem Concealer. Und dann schmiere ich mir das hier drauf mit meinem Finger einfach und klopfe das dann nochmal so ein bisschen ein. Und das, ja, ganz, ganz super Ergebnis, finde ich. Man sieht die Poren dadurch kaum noch. Und deswegen, ja, kann ich euch das allen nur empfehlen, falls ihr da auch Probleme habt mit etwas größeren Poren. Ja, dann legt euch den mal zu und testet den mal und im besten Fall erzählt mir noch davon, wie eure Erfahrungen damit sind. Genau, auf den möchte ich auf jeden Fall nicht mehr verzichten und ich denke damit, im Preis-Leistungs-Verhältnis ist der auch ganz, ganz weit oben, weil ich weiß, dass es bei Douglas und Co., sage ich mal, noch viele andere solcher porenverfeinernder Kosmetikprodukte gibt, aber die sind dann halt auch vom Preis wieder deutlich höher und der ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel der gekostet hat, aber unter 5 Euro auf jeden Fall. Und dadurch, dafür macht er seinen Job auf jeden Fall echt toll. Und dann kommen wir zu einem Nagelprodukt. Und zwar hatte ich längere Zeit mit brüchigen Nägeln zu kämpfen. Meine Nägel waren wirklich sehr, sehr brüchig und sind dauernd hier vorne abgesplittert. Und da habe ich mich dann auch mal im Internet ein bisschen schlau gemacht, was da helfen könnte. Und dann bin ich auf den Mikrocell-Nagellack gestoßen. Das ist dieser hier. Das ist ein nagelhärter Nagellack, gibt es eben auch bei DM natürlich. Und zwar kostet der so 13 Euro, also schon recht teuer leider. Aber da ist wirklich auch recht viel drin in so einem Fläschchen. Also was heißt jetzt recht viel, aber 10 Milliliter und der hält sehr, sehr lange, bei mir zumindest. Man kann den auf verschiedene Arten anwenden. Einerseits kann man den als Kur anwenden für die Nägel. Das funktioniert dann so, dass ihr euch am ersten Tag eine Schicht auf die Nägel auftragt, am zweiten Schicht eine Schicht darüber und am dritten Tag das Ganze dann abmacht. Also ich glaube, so war das. Ich kann auch nochmal nachgucken, euch das nochmal in die Infobox schreiben, aber ich meine, so lief das damals ab. Und das macht ihr dann halt einige Wochen lang immer wieder diesen gleichen Prozess. Und dadurch, ja, werden eure Nägel wirklich extrem gestärkt und ihr merkt das auf jeden Fall. Und heutzutage, wie sich das anhört, mittlerweile benutze ich den aber nur noch als Unterlack, weil meine Nägel soweit ja, schön Kraft wieder gewonnen haben. Deswegen benutze ich ihn immer als Unterlack, wenn ich mir meinen farbigen Nagellack drauf mache und dadurch werden sie halt auch nochmal gestärkt und diese Stärkung bleibt erhalten und da bin ich sehr zufrieden mit. Also ja, das ist auf jeden Fall auch ein Drogerie-Favorit. Und dann kommen wir zur letzten Sache. Oh Gott, meine Stimme. Ich habe gerade schon ein Video gedreht, deswegen bin ich schon ein bisschen... meine Stimme ist schon ein bisschen am Ende, sage ich mal. Genau, dann kommen wir zu einem nächsten Favoriten und zwar ist das der P2 24 Stunden Concealer. Ich habe jetzt die Farbe 10 und es ist schon sehr abgeschabt da vorne. Aber ja, der ist auch wirklich 1A, kann ich nur sagen. Also ich hatte auch schon mehrere Concealer wirklich aus der Drogerie getestet und auch Camouflages. Das hört sich nur so komisch an. Aber dieser Concealer, der schlägt einfach alle, finde ich, weil erstens finde ich den Auftrag super gut und super einfach möglich. Hier mit diesem Applikator tupfe ich mir einfach ein bisschen auf die Stellen, wo ich Rötungen habe oder Pickel oder was auch immer. Dann lasse ich es immer ganz kurz antrocknen, weil er sonst doch ein bisschen zu schmierig und nass ist, sage ich mal. Deswegen lasse ich ihn halt immer erst ein bisschen antrocknen, irgendwie so 20 Sekunden würde ich jetzt mal schätzen. Und dann klopfe ich das nochmal so ein und verreibe das so ein bisschen. Und das ist wirklich ja, ganz super, das Ergebnis. Es fällt überhaupt nicht auf, dass man Concealer drauf hat, aber trotzdem ist die Rötung abgedeckt. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass der im Laufe des Tages nicht nachdunkelt. Das hatte ich nämlich bei anderen Concealers. Concealers. Oh, Bei anderen Concealern hatte ich das öfters, dass die halt im Laufe des Tages nachgedunkelt haben. Und wenn ich dann irgendwie nach Hause kam abends, hatte ich halt zwar keine Rötung, aber halt so ein bisschen so einen dunklen Schattenfleck durch den Concealer. Und das macht dieser hier aber nicht. Der ist am Ende des Tages noch genauso, wie ich ihn aufgetragen habe morgens. Und das finde ich einfach supi und ja... Deswegen bleibe ich jetzt auch bei dem. Das ist jetzt schon mein zweiter oder dritter. Und ich habe mir auch schon hier ein Backup hinten gesichert. Von daher ist, ja, musste der auch einfach jetzt mit rein in meine 5 Produkte. Genau, und das waren sie jetzt auch schon, meine 5 liebsten Drogerieprodukte. Schreibt ihr mir doch mal bitte in die Kommentare, was eure liebsten Drogerieprodukte sind. Das
Ja, würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir das ja gerne schreiben oder auch mit einer Bewertung zeigen. Dann hoffe ich, dass ihr in meinem nächsten Video auch wieder mit mir dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!